Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder die Freundin dabei von dem letzten Video und auch von der Jumpy Challenge. Genau, und heute machen wir mal einen Level Talk. Ja, super Aussprache hier, Englisch richtig gut betont. Gut, also wir machen heute ein Entweder-Oder. Nee, nicht Entweder-Oder, sondern wer würde eher, so rum. Wir können ja einfach mal direkt anfangen. Ich fange einfach mal an, ja? Wer würde eher eine Woche lang die Schule schwänzen? Okay, auf drei. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Ich. Du, ja. Ich habe gerade so verfällt in diesem Rhythm. Gut. Also, machen wir weiter. Willst du mal eine Frage stellen? Ich weiß nicht, welche Frage. Ich hab mir keine überlegt. Keine Ahnung, mach einfach. Das war jetzt auch so. Denk an Schule, denk an SSO. Ich hab eine. Aber ich weiß nicht, ich muss überlegen. Soll ich nochmal? Gut, ich fange jetzt nochmal neu mit dem Rennen. Wer würde eher sein Amphi verkaufen? Eins, zwei, drei. Ich sag du, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hänge an meinem Anfi so extrem. Ja. Ja, ich glaube auch ich, ja. Ja, man kann das ja auch das Aussehen ändern, aber ich weiß nicht, ob das. Nee, es kostet, glaube ich, nein, nicht. Nein, ich mache kein Aussehen ändern. Oh mein Gott! Ja, kurzer hier Absturz. Gut, meine Stimme. Gut. Hast du eine Frage weiter jetzt? Oder soll ich nochmal? Weil ich habe jetzt halt schon so ein paar Ideen gehabt. Ja, gut. Wer würde eher einen Monat lang ohne Handy auskommen? Eins, zwei, drei. Ja. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei, du. Du. Nein! Ich überlebe das nicht, das geht nicht. Ja, okay, schon so keiner, weil ich weiß nicht, wir sind beide einfach instant handysüchtig. Ja. Ist halt so. Es ist unsichtig, ne? Ja. Also ja. Zu Handy halt generell so elektrische Geräte. Ja. Halt, ich meine, wenn kein WLAN ist, das ist ja schon so, aber da gibt es halt mobile Daten. So, wer würde eher. Ich weiß nicht, SSO löschen. Eins. Ja, was? Eins, zwei, drei, du. Keiner. Nein, ich würde auch nicht, ich würde nicht machen. Ich könnte es mir echt nicht vorstellen, ohne SSO. Ich hab's halt auch schon gesagt, aber dann würde ich auch ohne. Ja. Also ich würde die App löschen, wenn schon, aber ich würde es halt auch. Ja, also ich meine, App löschen, dann kann man halt trotzdem noch woanders weiterspielen. Ja. Ja, okay. Wer würde eher sich prügeln? Eins, zwei, drei, ich. Ja, es ist halt so, irgendwie, du würdest dich, glaube ich, niemals prügeln, so richtig. Also, so, manchmal mit meiner besten Freundin haben wir uns irgendwie immer so gekabbelt. Ja, so richtig, so aus Wut einfach. Ich? Was hast du gesagt? Ja, okay. Ich gebe es zu. Gut, machen wir weiter. Wer würde sich eher 10.000 Starcoins auf der Stelle kaufen und alle direkt ausgeben? Eins, zwei, drei. Ich. Ja, keine Ahnung. Immer wenn ich Starcoins kriege, ich so. Du hast schon mal Starcoins gekauft, ich wusste es gar nicht. Nein. Ach so, ich habe mir schon mal mehrmals welche geholt. Ja, ich darf nicht, ich muss das ein Jahr warten. Ein Jahr? Meine Eltern sagen immer so, keine Ahnung, so zwei Monate oder so und dann darfst du mal wieder fragen und dann kommt es halt auch auf den Preis an. Ich dürfte mir jetzt nicht so, keine Ahnung, für 70 Euro irgendwie Starcoins holen. Nein, aber Starcoins, Alter.
wollte eigentlich am liebsten sofort ausgehen. Ja, man denkt sich immer so, oh nice, jetzt hole ich mir ein Pferd und ein geiles Outfit. Und dann hole ich mir noch ein Pferd und ein geiles Outfit und noch ein Pferd und noch ein geiles Outfit. Und dann immer so weiter. Und irgendwann denkt man sich so, oh fuck, ich habe ja nur 3000 Starcoins. Ja, das ist irgendwie immer so. Gut, wer würde eher, keine Ahnung, wegen Wahrheit oder Pflicht in SSO jemanden runtermachen? 1, 2, 3, keiner. Also ich glaube, da sagen wir beide schon, nee, sowas mache ich nicht. Aber es wäre ja auch schon ein bisschen fies, das überhaupt als Pflichtaufgabe zu sagen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ey, geh mal zu der dahin und sag ihr mal, dein Pferd ist hässlich. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, dafür kann man ja nichts. Wer würde eher auf YouTube sein Gesicht zeigen? 1, 2, 3. Ich? Aber ich glaube, also ich darf es ja nicht. Deswegen würde ich es nicht machen, aber keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich würde es eher machen als du. Wer würde eher an SSO eine Mail schreiben und sagen, dass ihr Spiel richtig schlecht ist? Oh. 1, 2, 3, keiner. Nein, keiner. Wir sind beide so SSO-Suchtis. Das geht gar nicht. Das wäre eine Erniedrigung. Ja, ich meine, also einfach, also ich liebe ja SSO. Aber, na, also wenn ich das Spiel scheiße finden würde, dann würde ich es halt nicht spielen, aber dann würde ich keine Mail an die Macher schreiben. Ja, ja. Weil die arbeiten ja immer dran. Ich meine, jede Woche ein Update und immer neue Pferde und so. Letztens sind ja die Morgans und so rausgekommen. Also eigentlich machen die das schon ganz gut, finde ich. Ja. Nur was ich ein bisschen blöd finde, das müssen die mal irgendwann machen, dass man auch auf Mobile schleichen kann. Sodass man halt auch die Quest machen kann. Und dass man... Stimmt, du kannst die Quest ja gar nicht machen. Es gibt doch so eine Quest, da muss man schleichen und sich hinknien. Ja. Obwohl, nee, da muss man eigentlich gar nicht schleichen, da muss man sich ja nur hinknien. Und da kommt ja immer so ein Zeichen wie beim Sitzen. Ja, aber hinknien, das, man muss sich auch, da kommt doch gar kein Zeichen. Da kommt kein Zeichen, um sich hinzuknien. Ja, eben. Aber bei Dark Core gab's das doch mal, dass man sich hinter diese Boxen knien konnte. Ja, bei Dark Core, aber dort nicht. Nicht? Ich habe die Quest auf dem Computer gemacht, deswegen geht das. Ging das halt bei mir. Ja, ich auch. Okay, wer würde eher alle seine Haustiere verkaufen? In Star Stable. Ja. 1, 2, 3. Ich. Ja, keine Ahnung, man benutzt halt immer nur eins. Ich benutze also, immer nur diesen Polarfuchs. So gut wie nie meine Haustiere, weil ich das einfach nicht echt aus. Weißt du was, früher habe ich mir eine Satteltasche doppelt gekauft, weil ich dachte, die kommen an jede Seite eins. Eine, also an jede Sattelseite eine. Und dann habe ich mich gewundert, hey, warum kann man nur in die rechte Satteltasche was reintun? Ja. Und ich habe auch einen Hasen doppelt, bloß halt in einer anderen Farbe. Ja, ich weiß, ein bisschen dumm. Aber ja, gut. Das war es eigentlich, oder? Wer würde eher sein Handy aus Wut gegen die Wand schmeißen? 1, 2, 3. Ich. Wirklich? Ja, wirklich. Manchmal, ich bin so wütend, ich schmeiße mein Handy auf das Bett, ne? Und dann spiele ich mit dem Gedanken, es gegen die Wand zu schmeißen. Aber ich mach's nicht. Das ist mein Handy mir zu wertvoll. Bei mir ist meistens so, ich war mal so aggressiv auf SSO, weil ich dieses, man muss doch bei der irgendwie, muss man nach Pandoria und dann muss man halt wieder zurück, wenn man alleine war. Und das hatte ich so aggressiv gemacht, weil ich irgendwie 15 oder 20 Anläufe brauche, um durch den Tunnel durchzukommen. Ah, das kenne ich. Das ging bei mir eigentlich vor. Wirklich vor gut durchgebrochen. Also fast. Durchgebrochen! Ich war wirklich kurz davor, so richtig so. Da drauf, ne? Oi, 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 oi. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss!